Als nächster am Wort Werner Herbert. Er ist Sprecher für öffentlichen Dienst bei der FPÖ. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr Finanzminister, Frau Präsidentin, geschätzte Volksanwälte. Ja, wenn uns der Kollege Loacker hier seine bereits öfters zur Schau gestellte Abneigung und auch Unwissenheit über den öffentlichen Dienst einmal mehr näher bringt, dann überrascht uns das nicht wirklich. Überraschenderweise doch interessant sind die negativen Darstellungen der Kollegin Loeger über ihre Ausführungen, über die Wirkung und Funktionalität von Planstellen, weil sie ja doch eine nicht unwesentliche Bereichssprecherfunktion in ihrer Fraktion ausübt und sie eigentlich wissen müsste, dass eine Planstelle nicht einfach Zahlenmakulatur ist, sondern der definierte Arbeitsplatz eines Bediensteten, wo sich nicht nur seine Aufgabenstellung ableitet, sondern auch seine besoldungsrechtliche Stellung und daher für ihn von besonderer Bedeutung ist. Aber da sind wir gleich beim Thema, nämlich der öffentliche Dienst. Und da spreche ich noch einmal mehr die Kolleginnen und Kollegen der SPÖ an. Der war ja gerade in den letzten Jahren, als die SPÖ das Kanzleramt, den Kanzleramtsminister, aber auch die Staatssekretäre, die da für den öffentlichen Dienst zuständig waren, ja nicht wirklich verwöhnt. Wenn ich da denke an die vielen Kürzungen im öffentlichen Dienst, wenn ich da denke an die Nulllohnrunden im öffentlichen Dienst, wenn ich da denke an die vielen Dienstrechtsreformen mit vielen negativen Auswirkungen für die öffentlich Bediensteten, dann hat man hier eine klare, wenn auch negative Spur von der SPÖ beim öffentlichen Dienst hinterlegt. Das ändert sich jetzt aber und so gesehen begrüße ich sehr die Ausgliederung des öffentlichen Dienstes hin in ein eigenes Ministerium, noch dazu in das Vizekanzleramt, was ja nicht nur eine besondere Wertschätzung für den öffentlichen Dienst bedeutet, sondern auch eine wichtige Symbolwirkung für unsere Vertragsbediensteten, für unsere Beamte hat. Und dieser Weg ist ja jetzt nicht nur von einer organisatorischen Veränderung geprägt, sondern er schlägt sich ja auch in weiterer Folge mit einigen inhaltlichen Komponenten nieder, nämlich mit einem klaren und eigenständigen Detailbudget, das, wie der Vizekanzler schon ausgeführt hat, transparent und nachvollziehbar ist, entgegen allen Unkenrufen von Seiten der Opposition, mit Neuerungen, infrastrukturellen Neuerungen, sei es jetzt im IT-Bereich, sei es jetzt im Sicherheitsbereich oder auch in der Gebäuderenovierung, alles Dinge, die in den letzten Jahren unter der SPÖ-Ägide hier einfach liegen geblieben ist oder wo es ihnen einfach nicht wert war, das unseren Beamten und Vertragsbediensteten, also den öffentlichen Dienst hier bei der Vollziehung ihrer Arbeit, sie hier entsprechend logistisch zu unterstützen, aber auch in einen neuen, klar definierten Planstellenhaushalt, wo klare Zielsetzungen für die nächsten Jahre getätigt wurden. Wie verwenden wir die Planstellen, in welchen Bereichen und mit welcher Prioritätenstellung? All das zeigt den neuen Weg auf, den hier diese Bundesregierung und vor allem der öffentliche Dienst unter Führung von Vizekanzler Strache geht und der, wie ich meine, nicht nur ein von Erfolg gekrönter Weg sein wird, sondern der, und da kann sich der Vizekanzler auch gewiss sein, von den Bediensteten des öffentlichen Dienstes gewürdigt und in großer Art und Weise wertgeschätzt werden wird. So gesehen darf ich mich beim Herrn Vizekanzler anschließen, wenn es darum geht, mich als Bereichssprecher meiner Fraktion bei den öffentlich Bediensteten für ihre tagtäglichen Einsatz für unser Land, für ihr Ressort, aber auch als wichtige Serviceeinrichtung und als wichtiger Vollziehungsmotor für die Republik bedanken. Ich denke, allen Unkenrufen zum Trotz ist der öffentliche Dienst ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die Aufgaben und das Wirken der Republik zu erfüllen. Und in diesem Sinne sage ich noch einmal recht herzlichen Dank. Das
So, Werner Herbert, Sprecher für öffentlichen Dienst bei der FPÖ.